Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prey. Und ihr könnt hören, dass ich etwas ganz Ominöses gerade eben trinke. Trinke? Naja, in gewisser Weise. Ich futter nämlich gerade hier fleißig Weinbrandbohnen. Und Weinbrandbohnen sind gut. Das wisst ihr ja. Und dementsprechend gibt es jetzt hier ein paar Aufnahmen mit Weinbrandbohnen-Intus. Wer will das denn nicht gerne haben? Jo, ich glaube, ich wollte hier noch Sachen zerlegen, weil ich keinen Platz habe und so ein Scheiß. Ich denke, das könnten wir dann eigentlich gleich machen. Das ist so ein Bauding, oder? Fabricator, aber es gab doch hier auch so ein Ding, was auseinander nimmt. Ah! Gegenstände in den Abfallbehälter werfen. Das ist das. Genau. Und dann können wir hier noch ein paar Sachen so auseinandernehmen und dann haben wir wieder mehr Platz. Ich weiß nicht, ob das mit Furcht wichtig wird noch und ich das aufheben sollte. Ich werde es einfach mal tun. Also es scheint ja so, als wäre dieses Dosenzeug richtig gut. Vielleicht sollte ich einfach nur das hier behalten und das Dosenbier vermanschen wir in was? Ich denke, das ist eine gute Idee und so machen wir das einfach. Hier habe ich noch Lüfter. Habe ich hier sonst noch irgendwelches Gedönse? Ich bräuchte ja trotz allem irgendwie mal mehr Platz. Ich schleppe zu viel Gedönse mit mir rum. Ah, guck mal, das... Zerlegergebnis einmal Ersatzteil. Okay. Das ist doch schon mal gut. Und dann würde ich jetzt sagen wir jetzt, ey, gib Gas. Sonst nehmen wir einfach alles mit. Jetzt müssen wir nochmal gucken ins Inventar. Genau, jetzt liegt das einfach hier so alles drin und das ist doch deutlich platzsparender. Was ist denn das eigentlich? Exotisches Material. Okay. Und guck mal, wir haben hier noch 3 Neuromods. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nice. Wir könnten mal schauen, was wir eigentlich bräuchten für Neuromods. Um die herzustellen. Ach, kann ich noch gar nicht? Ich dachte, ich hätte da den Plan gefunden. Was braucht man denn für sowas? Alter Fall, da braucht man dafür viel. Alles nicht ohne. Nein. Die Bananenschale nehmen wir noch mit. War jetzt noch hier irgendwo was ich mitnehmen konnte, wollte, sollte? Ich werde das trotzdem gleich nochmal hier reinstecken. So. Dann recyceln wir hier nochmal. Danke. Was wollte ich denn hier noch machen? Haben wir schon alles durchgeguckt? Also die E-Mails weiß ich. Ich glaube, die Programme haben wir noch nicht durch, oder? Der Wirksamkeit der Bolzen... ja, das kenne ich ja schon. Ich glaube, Dateien hatten wir noch nicht angesehen. Ja! Aha, aha, aha. Verifikator plant für die Jägerin Bolzenwerfer V1.3 Auslöser leicht gemacht. Klappert, wenn ich immer so stark gewicht. Die ganze Splittern des Laufs mehr. Name endgültig auf Jägerin Bolzenwerfer festgelegt. Clives Leitbringer und Franklins Bolzenpeiniger Vorschläge abgelehnt. Geil. Wir übertragen die Daten mal. So, Bolzenwerfer Munition. Fabrikator. Die Präzision. Struktur des Schaums verändert, sodass er nicht mehr in der Hand zerbröselt. Versuche den Aufprall etwas leiser zu machen. Immer noch erfolglos. Clives Änderung an der Flexibum-Formel übernommen. Okay, wir übertragen die Daten einfach auch mal. Also ich glaube, jetzt haben wir hier was wir theoretisch bauen könnten. Jo. Ich würde mir den schon gerne gönnen, aber...
Dann verstopft halt unser Inventar noch mehr. Ich schwöre, wir bauen den später noch. Einfach nur, um den mal zu testen. Jetzt werden wir aber erstmal weiter dackeln, denke ich. Ich glaube, das ist mal besser. Jo. Das nächste Ziel wird es jetzt sein, dass wir hier... Achso. Hey, verriegeln. Shit. Ich hätte nicht verriegeln sollen. Weil ich hier nämlich noch gar keinen Code habe. Das heißt, ich müsste da jetzt jedes Mal rumklettern und springen und dingsen. Naja, egal. So, reparieren, Reparatur 3 bräuchten wir dafür. Das haben wir natürlich noch nicht. Da haben wir alles mitgenommen. Da natürlich noch nicht. Wir müssen uns hier nochmal genau umsehen. Okay, wir sollen also zurück zur Sicherheitsstation. Mäh. Haben wir hier eigentlich alles übertragen? Ja, das haben wir schon genutzt. Ansonsten war hier, glaube ich, jetzt nichts mehr. Hier haben wir uns noch mit so ein paar dieser kleinen Viecher geprügelt. Hier, da ist doch noch einer. Der hat nichts. In der Mimikleiche ist nichts mehr. Dann schauen wir hier nochmal schnell rein und dann können wir vorne mal bei der Tür rausgucken. Eventuell ist da noch was oder auch nicht. Arbeitsaufzeichnungen als Techniker, das haben wir gelesen, das weiß ich noch. Und ich denke auch die E-Mails. Können wir ja weiter. Nein. Okay, hier werden wir definitiv nicht rausgehen. Da läuft dieses blöde Viech noch rum und jetzt... Warte mal. Vielleicht können wir es besiegen. Was bräuchten wir dafür? Reparatur 2. So, wir sehen uns mal schnell um, was wir dafür bräuchten. Ich glaube, das könnte ganz nützlich sein. So, Reparatur 1. 4 Neuromods. Die haben wir natürlich nicht. 8! Alter Falter! Was weiß denn ich? Ich glaube, das wäre jetzt etwas, was wir vielleicht tatsächlich mal brauchen könnten. Das ist natürlich auch geil. Mist! Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Skilltrees sind irgendwie doch ziemlich super. Und ich kann mich da überhaupt nicht entscheiden, was ich damit machen soll. Und das ist ein bisschen echt kacke. Na gut, ihr Bananen. Wir werden jetzt hier weggehen. Wir nutzen hier aber wieder so den Schacht. Nee, wir lassen den mal offen. Können wir später wieder besser flüchten. Ich werde mal das Glutteil nehmen. Denn man weiß ja nie. Da hinten läuft dieses Viech. Ich bin gar nicht hier. Da geht's nicht weiter. Shit. Das Ding läuft hier doch, ich hör's doch. Ich bin gar nicht da.
Na, immerhin etwas. Das hier ist doch eine Sicherheitsstation. Da brauche ich doch nicht noch... Woanders in Eiern. Okay, wir müssen nämlich irgendjemand suchen. Einen Moment. Ich werde hier nochmal einen kleinen Blick... Ups. Ich werde hier nochmal einen kleinen Blick in die Instruktionen werfen. Wen genau wir suchen. Ich weiß das jetzt nur so vom letzten Mal. Und die letzte Aufnahme ist dezent etwas her, wenn ich mal ehrlich sein soll. Immel. Wo ist denn hier... Ziele. Ne? Also irgendwann muss ich auch nochmal die Psychotronik, okay. Keine Ahnung, wo die ist. Wir machen jetzt mal die Hauptgeschichte. Optional. Nutze die Sicherheitsstation, um den Aufenthaltsort von Dr. Calvino herauszufinden. Klammern Maschinenraum. Finde dann Dr. Calvinos Schlüsselkarte, okay, und betritt dann Dr. Calvinos Werkstatt. Das ist ja die geringste Problematik, das schaffen wir schon. Also, wir suchen Dr. Calvino. Das kriegen wir hin. Ich sehe keinen Dr. Calvino. Ah. Ich sehe einen Lawrence Calvino. Wartet mal, da müssen wir nochmal nachsehen. Ist der Lawrence Calvino? Dr. Lorenzo Calvino. Alles klar, das ist er. Dann gucken wir doch mal. Lorenzo Calvino. Irgendwo da oben. Okay. Weiß ich Bescheid. Jetzt müssen wir uns natürlich noch was einfallen lassen, wie wir dieses blöde Viech killen. Ach, und ich könnte mal was essen. Habe ich noch irgendwas zu essen dabei? Ich habe natürlich nichts zum Essen mehr dabei. Na gut, das heißt, wir müssen jetzt so erstmal leben. Und überleben. Was ist denn da vorne für ein... Was ist denn da... Klingt so, als würde hier noch irgendwas rumlaufen. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich könnte hier, glaube ich, hochklettern. Also es hört sich so an, als würde hier in der Nähe irgendwas rumlaufen. Wisst ihr, was wir jetzt einfach mal machen? Wir klettern da jetzt hoch. Shit. Also an Glas hält's wohl nicht. Vielleicht klappt das. Geil. Okay. Wenn man sein Gehirn anstrengt, dann funktioniert... Oh. Ich bin gar nicht da. Der kommt raus, oder?
Sag mal. Wie viel verträgt ihr denn bitte? Nice. Ich glaube, das ist der Direktor des Labors. Hm. Er hat sich wohl über sie geärgert. Bedauerlich. Hm. Jürgen Thorstein, okay. Und wir haben eine neue Schlüsselkarte. Das ist auf alle Fälle schon mal nicht schlecht. Das sehen wir gleich nach. Wir gucken uns jetzt aber erstmal das hier oben an. So, wir verriegeln uns. Dann nehmen wir hier mal die Spule und... Ey, geil, wie wir das gerade gemacht haben. Ich muss sagen, das war richtig gut jetzt. Da haben wir richtig viel Schaden gemacht. Noch ein Baseball. Was haben die eigentlich immer alle mit diesen Baseballhandschuhen? Das versteht mal einer. So, gibt's hier noch was? Nein. Da ist noch ein Asteroidenfragment. Hier Müll am Messer bestimmt auch noch was. Yeah. Yeah, baby, yeah, yeah. Hier ist nichts. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich bin doch hier in einem Labor. Da könnt ihr mir doch was geben. Ein Safe. Dooferweise habe ich, glaube ich, keine Ahnung, wie ich da reinkomme im Moment. Ist hier sonst noch irgendwas? So. Immer schön schnell reagieren und ich glaube, jetzt aktuell läuft's, was das angeht. So. Das ist jetzt interessant. Jenseits der Sterne, die inoffizielle Geschichte von Transtar. Auszug aus Kapitel 3 des Buchs Jenseits der Sterne von Samuel Roger. Die Entdeckung der sogenannten Rice-Field-Theorie stellte sich als reichhaltige Quelle für eine Reihe von wissenschaftlichen Glanzleistungen heraus, die Transtar weniger als ein Jahr später ablieferte. Nehmen wir zum Beispiel die jetzt allgegenwärtigen Operator-Einheiten, die in hohem Maße von der örtlich begrenzten Levitation profitieren, die aus den Ausführungen der Theorie zur Gravitation abgeleitet wurde. Von der materie-schluckenden Feldinteraktion im Inneren der Recycler bis zur künstlichen Gravitation, die dafür sorgt, dass die Stiefel sicheren Halt auf dem italienischen Marmor der Talos 1-Lobby finden, ist der immense Einfluss von Dr. Rays Theorie tatsächlich unbestreitbar. Also der Typ hatte irgendeine Theorie und Transtar hat also an praktischen Anwendungen dafür geforscht und die dann umgesetzt. Hm. Soll mir recht sein. So, dann checken wir hier noch die E-Mails und dann geht's weiter. Jürgen Thorstein. Okay, Dr. Thorstein. Ich möchte mich persönlich bei Ihnen für den neuen Reployer bedanken. Ich weiß, dass auch andere dafür auf der Warteliste stehen. Daher war ich heute Morgen sehr angenehm überrascht, einen neuen in meinem Büro vorzufinden. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar und es tut mir leid, dass ich Sie noch weiter belästigen muss. Es wäre nämlich großartig, wenn Sie einen Ihrer Techniker entbehren und vorbeischicken könnten, damit mir jemand erklärt, was das Gerät eigentlich kann. Danke, Dr. Dario Ikwe. Na super, das ist ein Typ, der bestellt ein Gerät und hat noch nicht mal wirklich Ahnung, was es kann. Und andere wollen auch damit spielen, quasi. Teil angefordert. Es geht mal wieder um eine Morgan-Anfrage. Morgan war heute im Maschinenlabor und stand einfach nur da, als wäre nicht klar, wohin es gehen sollte. Als ich meine Hilfe anbot, bat Morgan mich um weitere Operatorteile. Ich fragte, ob die letzten, die wir geschickt hatten, nicht ausreichend waren. Dann kam ein verständnisloser Blick. Nichts für ungut, aber Morgan hat genug Material angefordert, um jeden Operator auf der Station 5-mal zu reparieren. Außerdem haben wir noch weitere Operatoreinheiten, die gewartet werden müssen. Okay. Da stimmt wohl irgendwas nicht mit den Operatoren, wenn die da ständig neue Teile brauchen. Oder wir sind halt extrem vergesslich. Maybe, maybe. So, wir sehen uns weiter um. Die Klugkanone mal nachladen. Blopp. Möchte ich wissen, wo wir jetzt hier rauskommen? Ach. Jetzt echt? Hm. Ja.
Na gut, immerhin etwas. Wir sind weitergekommen und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir tatsächlich auch mal Lorenzo finden und gucken, wie es weitergeht. Bis dahin, ich wünsche euch was. Und ciao.